Ach Gott, gleich die Dinger. Das kann doch nicht sein. Der Feind hat eine Formation gebildet. In einer Formation dient die vordere Reihe als Verteidigungsmauer für die hintere Reihe, so dass diese nicht so viel Schaden abbekommt. Das heißt, wir müssen jetzt erst vorne angreifen, bevor wir hinten angreifen können. Wir bekommen jetzt übrigens die Information, dass die vom Elementtyp Wasser sind. Und anfällig auf Wasser sind, ist das Element... Nein, falsch doch. Wasser ist anfällig auf Erde. Und du... Wieso greifst du denn nur an? Du kannst ja normalerweise zaubern... Ach, es ist egal. Du kannst sehen, wie undurchlässig die Verteidigung der vorderen Reihe ist. Schutzzustand SZ. Die Anzeige links oben auf dem Bildschirm zeigt den Schutzzustand SZ des Feindes an. Die Anzeige rechts oben zeigt den Schutzzustand der Verbündeten an. Der Schutzzustand ergibt sich aus dem gesamten TP der vorderen Reihe. Ah. Wenn du die Feinde in der vorderen Reihe angreifst, kannst du ihren Schutzzustand umhauen. Einfach, oder? Erlege die Feinde in der vorderen Reihe und die hintere Reihe verliert ihre Verteidigung. Ja, war klar. Ich hab gepennt. Hey, gar nicht schlecht. Siehst du, wie der Schutzzustand sich verringert hat? Je höher der Schutzzustand, desto weniger Schaden kannst du den Feinden in der hinteren Reihe zufügen. Wenn der Schutzzustand 0 erreicht, wird der angerichtete Schaden nicht mehr verringert. Stehe hinten, so schütze mich gut, ja? Ich stehe hinten, so schütze mich gut, ja? Ach so, Jensen hat das jetzt erklärt. Das ist ja irre. Ach ja, ich muss jetzt erstmal wieder üben. Oh Mann. Nee, oh, sieh mal, sie wirken einen Zauber. Hier ist ein kleiner Hinweis für dich. Siehst du die Ablaufanzeige für Aktion unten? Oh, ich krieg's gerade irgendwie nicht hin. Ja, du hast den Kerl getroffen, der einen Zauber wirken wollte, oder? Das hat die Zeit, die er zum Wirken des Zaubers braucht, verlängert. Man nennt das Zauberinterferenzen. Das ist so schlimm in diesem Spiel, ne, weil die treffen immer den Magier. Wenn du genug Interferenzen erzeugt hast, können die Zauber sogar erst in der nächsten Runde wirksam werden. Na, genug geredet. Kümmern wir uns um das Gesindel. Ach, geht doch. Na, bist du in mich verliebt? Oh ja, bin ich. Ja, ist so gut. Naja, das war jetzt ein Tutorial-Kampf, das ist natürlich ein bisschen blöd. Tutorial-Zauber ansehen? Na ja, komm, gib alles. Zauber können in Läden gekauft oder bei Stufenaufstiegen erlernt werden. Die Zauber können nicht automatisch angewendet werden. Zauber können nur angewendet werden, wenn du über die benötigte Fähigkeit verfügst. Die Liste der erlernten Zauber kannst du im Menü Zauberbuch ansehen. Hier werden auch die erforderlichen MP, Zauberzeit und dafür befähigten Charaktere angezeigt. Die Buchstaben zeigen die Zaubergeschwindigkeit innerhalb einer Runde an. S ist am schnellsten, von A bis H wird sie langsamer. Die Anzahl zeigt an, wie viele Runden vergehen, bis der Zauber gewirkt ist. Nein, nicht nochmal. So, ich will jetzt einfach nur mal einen richtigen Kampf. Ich will einen richtigen Kampf. Komm schon, komm schon. Ey, sonst, ne, in diesem Spiel hat man 3.587.000 Zufallskämpfe. Besonders wenn man rennt, da wird man quasi überhäuft mit Kämpfen, aber irgendwie will das Spiel gerade nicht. Das ärgert mich. Danke. Und auf dem Rückweg zum Speicherpunkt sind es ja nochmal 5. Oh Gott. Okay, der steht vorne. Der steht auch vorne, der steht auch vorne und der steht auch vorne. Ich bin dafür, wir fangen mit dem Luftigen an. Dann machst du mal hier mit der Pflanze weiter und du zauberst. Komm, Feuer. Warte mal. Erde und Feuer bringt nichts. Wasser und Feuer bringt auch nichts. Luft und Erde. Erde bräuchte Luft. Ja, doch, ist richtig. Wenn ich das jetzt richtig gedeutet habe. Dann wollen wir mal anfangen. Perfekt. Ist ja irre. Und so laufen die Kämpfe ab. Äh,
also ich habe dieses Spiel gespielt. Da guck. Alter! Jedenfalls, ich habe dieses Spiel gespielt, während meine Eltern zugeguckt haben. Die haben quasi kringelt am Boden gelegen. Oh, wir haben nur 2 Gegengifte. Das ist gar nicht mal so gut. Und sie machen immer so tolle Bewegungen. Hm, Schwarzmagie. Komm, Luft. Luft auf Wasser bringt gar nichts. Daher. Also, ist nicht schlimm. So. Du bist weg. Auch immer auf die Arme hier. So, und jetzt auf alles. Hau ihn um. Ich bin der Größte. Ist so gut. Oh, alle haben Stufen hoch. Das ist doch wundertoll. Keim hat Stehen erlernt, Seth hat Weißmagie Stufe 1 erlernt und Jensen Schwarzmagie Stufe 2. Es läuft so gut. Ja. Dann wollen wir doch mal glatt neu verknüpfen. Jensen, ja, du holst jetzt mal die Schwarzmagie 2 und festlegen. Das Stehlen. Man kann ja nicht schaden, wenn man das kann, ne? Dann Fähigkeiten verknüpfen. Du kriegst auch Schwarzmagie 2. Festlegen. Einmal die Weißmagie. Naja, und er kann halt Faktenanalyse. Ach, läuft das gut. Gut, dann laufen wir jetzt nochmal zurück zum Speicherpunkt. Mal gucken, wie viel für Zufallskämpfen wir jetzt bis zum Speicherpunkt entgegenkommen. Da sein werden. Keiner. So wie es aussieht. Tatsache. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir jetzt hier das Spiel. Das war's von heute von Lost Odyssey. Wir starten jetzt quasi erst mit dem Spiel. Vorher war alles nur so Geplänkel. Und jetzt, bäm, rocken wir los, machen Kämpfe, ziehen den Leuten, Monstern, die Schuhe aus, wie auch immer. Ich würde sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Lost Odyssey. Adios.